nicer Sound. So, rein in die gute Stube, moin, wie sieht's aus? Wir sind heute mal auf dem Weg, nicht nur, muss hier gerade mal zumachen, nicht nur mal ein neues Video wieder endlich zu machen, sondern auf dem Weg zur LVA nach Schöppenstedt und werden den 7810 dahin bringen. Jährliche Durchsicht von ein paar Kleinigkeiten, Ölwechsel bzw. einfach nur mal den typischen Check, der dort immer gemacht wird. Und wir werden uns auch mal angucken, ob wir vielleicht doch tatsächlich ein paar neue Teile dran bekommen. Denn ihr wisst ja, die Kotflügel, das ist so ein Punkt, mit dem ich schon seit sehr langer Zeit unzufrieden bin. Hatte lange überlegt, sie auszubessern, zu lackieren. Jetzt haben wir uns entschieden, vielleicht doch eventuell auf Originalteile zu gehen. Und dementsprechend ist heute der Weg zur LVA und bringen den Schlepper da mal vorbei. Gucken uns eventuell noch mal an, was die da vielleicht Nettes als Ersatz haben. Ja, wunderschön tiefer 8,1 Liter Sound. Und ich weiß ja nicht, viele meckern ja immer über das Getriebe, aber ich finde das Powershift einfach mega gut zu fahren. Also ja, natürlich ist das kein Getriebe, das merkt man natürlich für die hohen Geschwindigkeiten, also dauerhaft entsprechend irgendwie ja, 40 oder über 40 zu fahren, dafür ist es natürlich nicht das perfekte Getriebe, aber wenn ich auf dem Acker arbeite und nur gelegentlich, sage ich mal, Transportfahrten habe, Schaltvorgänge, sobald es warm ist, sind mega. Also ich kann mich da echt nicht beklagen. So, da kommen wir auch schon zur LVA angerauscht, die hier nicht nur ein paar schöne Anbaugeräte, sondern auch ein paar schöne Schlepper da haben. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier eigentlich hinfahren. Mich da mal melden. Jetzt habe ich natürlich eine Maske vergessen, das war ja sehr intelligent von mir. Naja, wir fahren hier mal hin. So, jetzt sind wir in den heiligen Hallen hier von der LVA und ihr seht es schon, unser 7810 hat es hier in die Halle geschafft, wurde tatsächlich mal gewaschen, das bringt immer schon eine Menge. Und an der Hinterachse werdet ihr schon erkennen, dass wir uns jetzt tatsächlich dazu entschieden haben, hier mit den Jungs von der LVA zusammen entsprechend die Kotflügel einmal abzunehmen und dadurch entsprechend auch die kleinen Stellen, die wir da drin hatten, auszubessern und natürlich neuen Lack dran zu bekommen. Die Tritte werden wir auch noch abnehmen, auf der anderen Seite ist er schon ab. Das Nice ist einfach mal von der Rückseite zu gucken, wie fett diese Maschine jetzt plötzlich aussieht, wenn wir keine Kotflügel drauf haben. Und jetzt kriegt man einfach noch mal ein Gespür dafür, wie dick diese Bereifung auch an der Hinterachse tatsächlich ist. Seht das hier schon an der Seite, dass wir auf der rechten Seite, Fahrerseite, den Tritt auch abgebaut haben, werden dort entsprechend nachlackieren, mit neuen Schrauben befestigen, hier ein bisschen Rostschutz dran machen und dann auch sicherstellen, dass der Schlepper wieder in vollem Glanz perfekt zusammengesetzt wird. Und damit es nicht so langweilig wird, habe ich gerade mal gefragt, ob wir nicht mal eine Runde mit diesem wunderschönen 7R 330er fahren könnten. Tatsächlich, wie gesagt, bin ich noch keinen von den neuen 7R oder 8R gefahren. Das heißt, es wird jetzt mal höchste Zeit, das auszuprobieren. Diese schicke Maschine hier werden wir jetzt natürlich nicht auf dem Acker bewegen. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich Bock, einfach mal eine Runde zu fahren und euch mitzunehmen, POV, wie sich das so anfühlt. So, das heißt mal ruckzuck rein, auch in diese gute Stube, nicht nur 7810. Und mal gucken, dass wir hier in Gang kommen. Schepper, das waren nur die Kennzeichen. Schlüssel drehen und es passiert was. Das wunderbare John Deere Gepiepe. Da weiß man doch gleich, dass man zu Hause ist. Lass mal hier ein bisschen den Sitz einstellen, alles schön luxuriös. Beschleunigungsstufe mal auf 1. Müsste eigentlich alles funktionieren. Oh, wie sitzen wir denn hier? Sitzen wir ja hier wie in der Komfortliegeposition, aber elektrische Sitzverstellung macht es natürlich möglich, dass man hier wunderbar sich das alles so einrichten kann. So, passt das alles? Keiner hinter mir? Dann werden wir doch mal gucken. Oh ja, na, das müssen wir gleich mal lösen hier wahrscheinlich. Das Kennzeichen. Da drin steht der 7810. Aber jetzt erstmal hier eine kleine Wellness-Oase-Komfortfahrt machen.
Also man muss es ja schon wirklich sagen, ne? Wenn du hier mit dem 7810 hinfährst und dann mit einem 7R 2021er Modelljahr wieder vom Hof fährst, dann ist das natürlich auch schon echt brutal, was da für ein Technologieunterschied ist. Das muss man einfach wirklich mal sagen. Natürlich ist klar, ihr arbeitet alle mit moderneren Maschinen wahrscheinlich im Alltag ohnehin. Da für euch ist das vielleicht nicht mehr so ein Riesensprung, aber ich finde das schon absolut beeindruckend. Oh yes, sogar nicer Sound. Nee, aber es ist schon wirklich Wahnsinn. Wie gesagt, das kennen wir ja auch alles aus dem 6R hier schon. Entsprechend das Command Center der aktuellen Generation ist jetzt vielleicht nichts riesig Neues mehr. Aber insgesamt wirklich ein mega gutes Feeling hier, was beim Schlepper kommt. Ich habe jetzt, wie gesagt, Beschleunigungsstufe 1. Können wir gleich auch noch mal gucken, wie der entsprechend auf Beschleunigungsstufe 3 dann tatsächlich abzieht. Aber das ist schon cool hier. Kennt das ja von Command Pro, das ist ja quasi sozusagen die eierlegende Wollmilchsau. Da kannst du ja theoretisch kannst fahren wie ein Vario mit Gas und entsprechend Hebel, was die Übersetzung anbelangt. Du kannst es quasi nur über den Hebel fahren oder du kannst es quasi auch nur über das Gaspedal fahren. Also da kann eigentlich jeder, wie er Bock hat, sich das einstellen oder den Modus nutzen. Und es ist halt immer dieses typische, immer noch, obwohl das eine hochtechnologisierte Maschine ist, immer noch dieses typische alte John Deere aufsteigen und sofort einfinden Gefühl. Also da ist bei manch anderen Wettbewerber, auch für die, sage ich mal, nicht John Deere Fanboys, ist dann der John Deere wahrscheinlich häufig noch ein bisschen einfacher zu nutzen. Und ja, so chillt man dann hier entspannt hin und könnte man jetzt mal so, keine Ahnung, nach München fahren, hätte ich mal fast gesagt. Haben wir uns hier natürlich nicht den breitesten Feldweg oder die breiteste Landstraße ausgesucht. Aber das passt schon einigermaßen. So, jetzt können wir hier ja mal genau ausprobieren, mal Beschleunigungsstufe auf 2 machen. Schon ein bisschen mehr, genau. Wie gesagt, verzögern geht ja auch mit dem Hebel hier auch. Können wir jetzt noch mal gucken, wie wir hier auf der Beschleunigungsstufe 3 das tatsächlich durchbeschleunigt. Hinter uns ist auch keiner. Jetzt hier mal aus 15 km/h, 20, 30, 40. 49,50. Das ist schon sehr souverän, kann man nicht anders sagen. Ich glaube, wir müssen fast gleich noch mal draußen irgendwie die GoPro dran packen, denn zumindest von hier drinnen klingt der Sound echt nice. Also ist ja heutzutage eigentlich nicht mehr so, dass der Motorensound einen irgendwie groß vom Hocker haut, aber das hier macht tatsächlich schon was her und deswegen bin ich auch erstaunt, dass das so gut rüberkommt. Und obwohl das hier so ein monströses Trümmerteil ist, hat man echt das Gefühl, dass er sehr gut auch in engen Straßen manövrierbar ist. Und das gefällt mir ehrlich gesagt richtig gut. Er wartet schon, dass ich hier durchfahren kann. Das ist ja sehr nett. Ja, jetzt hier mal wieder richtige Autobahn quasi. Hier wird Dünger gestreut. Das ist natürlich auch perfektes Wetter heutzutage. Einigermaßen trocken, fast gar kein Wind. Die volle Beschleunigung hat er dann nur aus der Fahrt. Also jetzt haben wir so, keine Ahnung, 10 km/h. Schauen wir jetzt mal. Ja, 45, 50. Boah, Suche. So, das, was wir natürlich auf jeden Fall fürs Foto jetzt einmal machen wollen, dass wir einmal auf die Federung gehen hier und man kann tatsächlich manuell die Federung einstellen. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, merkt ihr gleich, wie er vorne entsprechend runter geht. Und das ist natürlich das, was diesen geilen Look dann am Ende auch für die Fotos ergibt, die so viele Leute mit den 7R oder mit den 8R machen. Dann gucken wir einmal außen rum.
wie das hier aussieht. Wie gesagt, jetzt kann man sehen, dass er hier mit der Vorderachse fast ausschließlich runter ist, auch mal Beleuchtung angemacht und gibt natürlich diesen nicen Look. Hier ist auch nicht viel Luft, wenn wir die Reifen so eingestellt haben, aber das macht schon was her. Und oben drauf seht ihr sogar, haben wir die LED-Rundumleuchten, die finde ich auch richtig nice. Das ist doch mal ein Blick, oder? Das geht doch mal, ernsthaft. Auch hier von hinten, Hubwerk hoch. Das ist ein Monstrum einfach, ein riesen Schlepper. Bereifung könnte, wie gesagt, noch ein bisschen dicker sein, aber sonst ziemlich perfekt. Dann fahren wir mal entspannt wieder zurück, schauen, wie weit die mit dem 7810 sind, beziehungsweise davon werdet ihr wahrscheinlich dann in den nächsten Videos erst mehr sehen und hoffentlich auch, dass wir diese Maschine dann tatsächlich mal vor irgendetwas packen können, was sie ziehen kann. Denn so macht die Maschine auf jeden Fall heute schon richtig viel Bock und hat sehr viel Lust gemacht auf die Saison 21, ja, mit unseren Schleppern, aber natürlich auch mit den neuen Schleppern von der LVA. Und seid gespannt, da kommt bestimmt noch das ein oder andere nette Video oder auch das ein oder andere nette Foto, was ihr bei uns natürlich wie üblich auf YouTube und Instagram begutachten könnt. Boah, da hat der Bahnübergang, ne? Wahnsinn, was für ein Komfort. Ich hatte jetzt schon mich wie beim 7810 ein bisschen mehr am Lenkrad festgehalten. Das war natürlich unnötig bei dieser Maschine. Und der hat Knast, ne? Und auch hat diesen richtig schönen Sound. 9 Liter ist natürlich auch ein geiler Motor. Macht auf jeden Fall Bock.